Die Tänzerinnen und Tänzer der Hip-Hop-Gruppe Just 241 aus Kiel haben einen großen Traum. Sie wollen an den Hip-Hop-Weltmeisterschaften in den USA teilnehmen und trainieren dafür fleißig 2 bis 3 Mal die Woche. Die Freude ist riesig, glaube ich. Also wie man auch im Hintergrund sieht, die sind alle fleißig am Trainieren, fleißig am Üben. Jeder ist irgendwie dabei und die Motivation ist groß. Die Leute, die raufkommen, ihr geht mit 1, 2, 3, 4 gerade aufeinander zu, dass ihr euch anguckt und mit der 5 dreht ihr euch nach vorne. Mein Wunsch wäre es, dass ihr auf der 5 steht. Trainerin Finja Schmiedl achtet akribisch auf jeden Fehler in der Performance. Denn Ende März beim Vorentscheid zur WM muss die Choreografie perfekt sitzen. Nur dann hat das Team eine Chance, sich den großen Traum zu erfüllen. In so einer Choreografie steckt sehr viel Arbeit, weil das ist wirklich, da verlange ich das wirklich 100 Mal, dass sie es machen müssen, bis ich zufrieden bin, weil da bin ich und auch Feli, die andere Trainerin, sehr, sehr pingelig, dass das dann auch schick aussieht. Das Team fühlt sich mittlerweile gut vorbereitet. Die Hip-Hop-Begeisterten aus Kiel haben schon mehrfach die deutschen Meisterschaften gewonnen. Ein absolutes Highlight für jeden Einzelnen. Ein gefühlter emotionaler Totalausfall. Also so eine Mischung aus Überwältigung, Erleichterung. Da ist einfach ganz viel Druck und Stress irgendwie abgefallen. Und ja, auch einfach irgendwie nicht so wirklich real, weil man hofft es natürlich immer, aber so richtig damit rechnen tut man doch nicht. Und dementsprechend ja, war das einfach eine mega Überraschung und einfach nur überwältigend. Bei uns ist auf jeden Fall der Teamgeist was, was uns auch echt auszeichnet. Also mittlerweile gehören irgendwie auch alle zu meinem engsten Freundeskreis und das ist halt total schön, dass man sich so oft sieht. Just 241 besteht aus insgesamt 36 Sportlerinnen und 3 Sportlern. Und so viele Personen auf einmal zu koordinieren, ist eine echte Herausforderung für die Trainerin. Ich erwarte natürlich viel Disziplin auch von denen, die sollen Spaß haben, die sollen auch mal Quatsch machen zwischendurch, aber Zuhören ist natürlich wichtig, aber meine Aufgabe ist natürlich auch immer wieder zu motivieren, auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn wir es ungefähr 100 Mal gemacht haben und es klappt immer noch nicht so, wie ich es will, dass die Leute trotzdem Bock haben, weiterzumachen. Die Choreografie für die Meisterschaften dauert insgesamt 4 Minuten. Neben dem Tanzen übt die Hip-Hop-Crew auch Kraft und Ausdauer, um fit zu sein für den Wettbewerb. Teilweise haben wir wirklich sehr lange, irgendwie 6 Stunden, 7 Stunden, natürlich mit Pausen, aber es dauert dann, ist man abends schon sehr erschöpft. So ein normales Training ist auch anstrengend, vor allen Dingen noch mit Krafttraining dazu. Aber ja, es macht so viel Spaß, dass es gar nicht so doll mich stört. Jetzt liegt der volle Fokus darauf, sich für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Durch ihr hartes Training rechnet sich das Kieler Team dafür aber gute Chancen aus.